eine Familie ist groß und die sterben. Bitte, was? Entschuldigung. Eine milde Gabe. Oh. Er wird sich noch verletzen. Ich mich nicht. Hui. Nein, ihr versteht es nicht. Ich habe nicht. Ihr werdet es nicht. Es gibt zu sein, Alter. Hört auf. Habt ihr etwas zu sagen? So, die beiden Starken sind erledigt. So. Ich hoffe es. Doch riskiere ich besser nichts. Und heile heim. Ja. Ihr könnt darauf wetten, dass ich es vorerst nicht verlassen werde. Ihr habt mir einen großen Dienst erwiesen. Seid versichert, das vergesse ich nicht. Vielen Dank. Oh, wie schrecklich. Aussichtspunkt. Wie viele habe ich? 9 von 10. Alles klar, das ist da hinten dann auch. Oh, cool. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Nein! Oh! Wieso? Boah, ich konnte gerade gar nichts sehen. Gott ist auf meiner Seite. Du wirst nicht gewinnen. Ey! Nicht mit mir hier. Wie die aufmucken! Bam! So, wo ist der andere hin, hä? Ach, der hat sich schon verpisst in der Zwischenzeit. Das finde ich ja super. Da habe ich tatsächlich einen kommen lassen. Na gut. Damit muss ich jetzt leben. Alter, die Lache klingt so krank von den Kranken. Vor allem mit meinem Headset klingt das so, als würde der hinter mir stehen oder so. Boah. Und wir sind fast oben. Jupp, oben. Synchronisieren. Oha. Ah. So, mal schauen. Was haben wir denn da noch? Informantenaufgabe. Die wollen wir doch glatt mal machen, was? Halt, wartet, Alter, ihr. Was geht ab? Ich habe eine seltsame Bitte, aber vielleicht könnt ihr mir helfen. Euer Ziel ist der Händlerkönig, ich weiß. Aber andere in dieser Stadt sind ebenso skrupellos. Einige Händler in diesem Viertel verkaufen vergammeltes Fleisch. Es ist billig im Einkauf und die Gesundheit ihrer Kunden schert sie nicht. Einige Kinder sind bereits gestorben. Wir dürfen solcherlei Machenschaften nicht dulden. Wärt ihr bereit, dem ein Ende zu setzen? Klar. Wo muss ich dahin? Zerstören Sie, wenn Sie sich... Okay. Tod dem Ungläubigen! Oh. Tja, das ist blöd gelaufen. Bam, bam, bam. Der ist nicht ernsthaft. Ihr begeht einen Fehler. Haltet ihn! Ma! Ist
Sehr schön, das hätten wir damit so gut wie erledigt. Nur noch kurz gehe ich wieder denselben Weg. Hopp. Danke, Bruder. Ihr habt zahllose Leben gerettet. Als Dank gebe ich euch einige Informationen, die sich als nützlich erweisen könnten. Ich habe heute früh zwei Diener des Händlerkönigs belauscht und scheinbar haben sie vor seinen Gemächern ein Gerüst vergessen. Benutzt es, um schneller zu ihm zu gelangen. Okay, da fehlt ein Gerüst. Gut zu wissen. Einmal müssen wir hier noch... voll platt getrampelt. Der kam gar nicht erst dazu, überhaupt was zu machen. Da war er schon tot. Ich danke euch. Ich danke euch. Ich werde diesen Gefallen zurückzahlen. Das schwöre ich. Cool. Oh. Ja, wenn er dazwischen läuft. Alter, lauf doch nicht dazwischen. Jetzt kann ich einmal außen rumlaufen. Nein! Oh, wieso konnte ich mich da nicht losreißen schon wieder? Nein! Warum? Ja, geht doch! Alter, wie viele hier schon wieder sind. Nein! Ah. Da haben wir noch einen, ha? Alter, wie die dazwischen laufen, ne? Am Arsch! So, Spacken. Alles klar, haben wir eigentlich alles? Ja, das heißt, wir können jetzt zurückgehen zum Assassinenunterschlupf und die Attentatsmission beginnen. Also die richtige Mission, weswegen wir eigentlich hier sind. Was wollt ihr? Wie viele Messer habe ich? Gar keine. Ih, dann suche ich mir nochmal ganz fix einen, den ich bestehlen kann. Da. Oh, gegen die Wand gelaufen. Ach ja. Alles klar. Ich habe 5 Messer, die hätte ich auch beim Assassinenunterschlupf bekommen. Die hätte ich gar nicht stehlen müssen. Fällt mir gerade ein. Na gut. Okay. Warum bin ich da runtergefallen? Ja, ich auch nicht. Ich auch nicht. Er wird sich noch verletzen. Ist er verrückt geworden? Was denkt dieser Mann sich nur? Gibt es einen Grund für diesen Schabernack? Hopp. Und wir sind im Assassinenunterschlupf. Alter, mal schauen, was er zu sagen hat. Welches Leben sollt ihr heute nehmen? Sein Name ist Abul Nukut. Oh, der Händlerkönig von Damaskus, der reichste Mann der Stadt. Wie aufregend, wie gefährlich. Ich beneide euch, Altair. Nun, nicht um den Teil, wo man euch eures Ranges enthob, aber um alles andere. Oh, und außer den Sachen, die die anderen dann über euch sagen. Und ja, außer dem Fehlschlag und dem Hass. Ja, lässt man dies außer Acht, beneide ich euch sehr. Danke. Fertig seid. Ja. Ich habe alle Informationen, um mit der Aufgabe zu beginnen. Ihr arbeitet rasch. Sag mir, was ihr wisst.
Abul Nukut ist korrupt und verachtet seine Mitbürger. Er hat wohl Gelder veruntreut, die für das Volk von Damaskus bestimmt waren und sie für sich selbst verwendet. Just in diesem Moment protzt er mit seiner Gier und bereitet ein ausschweifendes Fest vor. Seine Wachen und Diener werden mit den Gästen beschäftigt sein und nicht einmal merken, dass ich dort bin. Sehr beeindruckend, mein Freund. Die anderen sagten, ihr würdet es verderben, aber nicht ich. Nein, ich war sicher, dass ihr zu ihm durchdringen würdet. Und das seid ihr. Meine Gemächer sind... Schleimer irgendwie ein bisschen? Und das klang eben ein bisschen nach einer schwulen Einladung. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnissen. Naja. Gut. Dann machen wir das mal, ne? Ja, dann machen wir das mal. Ja. Ja. Und hopp. Und Leiter wieder hoch und rüber da. Oh, 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 oh. Au. Weg. Ach, die gehen mir auch richtig auf den Sack. Oh. Nein! Falsche Taste, scheiße! Da! Ich hab gemordet, ja! Okay, gibt es Gelehrte hier direkt im direkten Umfeld? Nee, ne? Nein. Ich habe solchen Hunger. Ja. Sehr gut. Er wird jemanden schaden, das weiß ich genau. Hab keine Zweifel. Da komme ich rüber. Ihr werdet nirgends bessere Waren finden, das schwöre ich. Jemand soll den aufhalten, bevor er sich verletzt. Oder dich verletzt. So wie er rennt, müsste das passieren. Das stimmt ja nicht mit ihm. Ja, okay, so geht's natürlich auch. Ich habe gerade ein bisschen Frame-Einbrüche. Ich glaube, meine Festplatte wird langsam wieder voll. Aber ich sollte noch genug haben. Das war scheiße. Bei dem Tempo verletzt dann noch jemand. Ja, ja, ja. Kommt nicht näher. Nee, nee, ich hau schon wieder ab. Otto Kadal Makar. So. So, seine Ansprache. Ich bin ruhig. Alter, was für eine Schwabbel, Speck, Schinken, Backel. Willkommen, willkommen. Danke, dass ihr heute meine Gäste seid. Bitte esst, trinkt und genießt die Annehmlichkeiten, die ich euch biete. Lasst euch Zeit, ich warte. Ich denke, alles ist zu eurer Zufriedenheit. Gut, gut. Es freut mich, euch alle so glücklich zu sehen. Denn dies sind dunkle Tage, meine Freunde. Und wir müssen unser Glück genießen, solange wir können. Der Krieg droht uns alle zu verschlingen. Salah al-Din streitet tapfer für seinen Glauben und ihr seid immer da, um ihm zweifellos beizustehen. Eure Großzügigkeit erlaubt ihm, seine Kampagne fortzusetzen. Einen Trinkspruch also.
Auf euch, meine Freunde! Ihr habt uns dorthin gebracht, wo wir heute stehen.